der Frauen. Und das ist Daima Beltran aus Kuba. Und Maki Tsukada aus Japan. Maki Tsukada, die Vize-Weltmeisterin des letzten Jahres, gegen Daima Beltran, die zweite bei den Olympischen Spielen von Sydney. Da ist schon ein Unterschied von einer Generation auf der Matte. Daima Beltran wird im September 32, Maki Tsukada ist gerade 22, also fast 10 Jahre trennen diese beiden Athletinnen, während die Kubanerin in Blau hier vielleicht noch einmal einen guten Schlusspunkt ihrer Karriere setzen will, ist Maki Tsukada erst am Anfang der Laufbahn. Tsukada, die Japanerin, nur 1,69 Meter groß, aber 115 Kilogramm schwer. Beltran aus Kuba ist 13 cm größer, 1,82 Meter und 11 Kilo leichter. Aber gut hier eingestiegen. Klasse gemacht, dieser Oso Togari. Und die Japanerin geht zu Boden. Vasari, eine große Wertung für Beltran, die jetzt versucht, ihre Gegnerin am Boden zu halten und ihren Haltegriff zu zwingen. Jetzt hat sich die Japanerin auf den Bauch abgedreht. Geht selber in einen Haltegriff. Und hält die Kubanerin fest. Was ist das für ein Finale? Da sah es fast so aus, als hätte Tsukada das Ding schon verloren. Da lag sie im Haltegriff. Da dreht sie jetzt die Kubanerin und hält sie fest. Die muss sie jetzt 25 Sekunden halten. Und dann hat sie Gold gewonnen. Oh, ist das bitter für Beltran. Die hatte die Hand schon am Gold und jetzt kommt sie da unten nicht mehr raus. Es ist vorbei. Die Goldmedaille geht an Maki Tsukada aus Japan. Geschlagen, trotz Führung mit Vasari und eines Haltegriffes, Daima Beltran. Ja, die könnte sicherlich vor Enttäuschung in die Matte beißen. So ist das im Judo, ist das brutal. Da hat man eigentlich schon die Goldmedaille um den Hals baumeln. Und dann kommt eine kräftige Japanerin und dreht das Geschick in 5 Sekunden um. Nagelt die Kubanerin im Bodenkampf fest auf die Matte. Hier, da ist die Kubanerin noch oben. Sehen wir mal, da will sie den Haltegriff ansetzen. Da rollt sich die Japanerin raus. Hier sieht es noch gut aus für die Kubanerin. Haltegriff angesagt vom Kampfrichter. Jetzt dreht sich die Japanerin auf den Bauch. Schade, dass die Zeitlupe da nicht weiter drauf geblieben ist. Hier ihre Technik. Ihr Oso Togari, die große Außensichel. Und damit holte sie die Vasari-Wertung. Und letztlich jubelt sie hier. Und da scheint es keine Slow Motion zu geben. Da waren die Kameras wahrscheinlich schon weg, weil sie dachten, die Kubanerin hat eh gewonnen. Tja.